Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein paar Paragon-Kisten. Wir wollen nämlich wieder insgesamt 5 Stück öffnen. Und ja, ich hoffe, dass ich mal ein bisschen Glück habe, unter anderem das Treue und vielleicht das ein oder andere Pet noch mit rauszuziehen. Und da war ich mal wieder fleißig und zwar nicht nur mit dem Main, mit dem habe ich auch schon wieder 1-2 Kisten, aber vor allem mit den Twinks bin ich jetzt auch schon ein bisschen weiter. Mittlerweile hat hier mein Monk auch einiges an Ruf gesammelt, der hat jetzt auch schon 3 Kisten im Inventar, beziehungsweise noch eine hier auf Vorrat, der ist nämlich bei den Vent hier, dementsprechend gibt es da ein wenig schneller die Ventierkisten. Und ich würde sagen, wir starten mal rein, machen insgesamt 5 Kisten auf und ich hoffe, ich kriege irgendwas, was ich brauchen kann. Ich würde sagen, wir starten einmal mit den Vorräten der wilden Jagd. Da habe ich die Pets schon. Würde aber nochmal eins nehmen. Hier haben wir tatsächlich leider nur Gold drin. Dann haben wir die Vorräte des Hofs der Ernte. Und was haben wir da drin? Da haben wir noch ein Pet drin. Sehr schön. Das können wir dann vielleicht noch an den Mann bringen oder an die Frau. Dann haben wir noch die Vorräte der unvergänglichen Armee. Die kann ich brauchen wegen dem Toy. Komm, gib mir das Toy. Wieder nur Gold. Okay, traurig. Dann holen wir uns noch eine Kiste hier von den Erntern. Warte, ich dachte, vielleicht kriege ich noch ein Pet raus. Okay, das Pet können wir schon mal lernen. Und dann haben wir jetzt insgesamt 4 Kisten mit dem durchgeballert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal eine von der wilden Jagd auf. Und da haben wir auch nur Gold drin. Heißt, wir haben jetzt 4-mal nur Gold bekommen und 1-mal tatsächlich ein Pet. Ich schätze jetzt mal nicht, dass das sonderlich viel wert sein wird. Wo haben wir es denn hier? Da haben wir die mehr oder minder schicke Fledermaus. Die habe ich zum Glück schon mal rausgezogen gehabt. Also sprich, die brauche ich nicht mehr. Aber die können wir vielleicht beim ein oder anderen Dude im Auktionshaus gut loswerden. Naja, was ist so wert? Ah ja, sagt dann noch 10k. Minimum Sofortkaufspreis hier zumindest auf Antionidas. Marktwert 6000 Gold. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber besser als nichts. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal vielleicht endlich mal das Toy oder das richtige Pet rauskriege, was ich nur haben will. Ich bin ja schon eine Weile dran. Mounts sieht es ja gut aus, ne? Da habe ich ja mittlerweile tatsächlich schon alle, aber leider will es mit dem Toy und dem letzten Pet nicht. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch mit dem kleinen Opening. Diesmal leider weniger erfolgreich. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr bei den Kisten aufgestellt seid, ob ihr schon alles habt, was ihr haben wollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Attila, bis dann. Ciao.